Sie sehen meist sehr futuristisch und modern aus und sind auch noch schonend für die Umwelt. Die Rede ist von Elektroautos. Was das Thema E-Mobility angeht, ist man im Landkreis Bamberg bereits auf dem richtigen Weg. Hier wird jetzt ein Stammtisch für Elektromobilität veranstaltet, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber jetzt wollen wir die ganzen Akteure zusammenbringen. Also wir vom Landkreis können natürlich selber Autos anschaffen. Wir haben unseren Bürgermeister zum Großteil auch schon aktiviert. Von der Krankenhaus GmbH haben wir erfahren, dass E-Mobilität angestrebt wird. Aber es gibt ja sehr, sehr viele, die betroffen sind. Es gibt die Gastwirte, es gibt die Brauereien, es gibt die Geschäfte, es gibt die Privatleute. Und alle sollen jetzt zusammenkommen und ihre Erfahrungen austauschen, damit es im Endeffekt in dem Bereich weitergeht im Landkreis. Und damit es auch so positiv weitergehen kann, muss man an der Infrastruktur für Ladesäulen in der Region arbeiten. Deshalb stellt der Landkreis den kreisangehörigen Gemeinden Fördermittel für die Installation von neuen Ladesäulen zur Verfügung. Im Landkreis Bamberg haben wir derzeit von 36 Gemeinden haben wir insgesamt 26 Gemeinden, die mindestens eine Ladesäule haben. Und unser Ziel ist eigentlich, das so auszubauen, dass wir am Schluss vielleicht um die 100 Ladesäulen im Landkreis Bamberg haben. Und da werden wir noch auf die Gastronomiebetriebe, Hotelbetriebe zukommen, weil hier Verweildauer da sind und Möglichkeiten sind, Ladesäulen zu installieren. Im Rahmen eines sogenannten E-Car-Sharing-Projekts soll den Leuten, die noch nie ein Elektroauto gefahren sind, die Möglichkeit geboten werden, das E-Fahren für sich auszuprobieren. Viele Teilnehmer des Stammtischs haben jedoch bereits Erfahrung mit E-Mobility. Ich bin der Meinung, dass alle interessanten Plätze da sind, wo man etwa wahrscheinlich eine Stunde steht. Und wir planen auch zwei Ladesäulen zu installieren und auch ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Solange die Ladekapazitäten nicht ausreichend sind, glaube ich auch, dass viele Abstand nehmen vom Kauf eines Elektroautos. Und damit genau diese Voraussetzungen geschaffen werden können, wie die Verbesserung der Ladesäuleninfrastruktur, dient dieser Stammtisch. Der kommt bei den E-Fans auch ganz gut an.